Hallo und herzlich willkommen zurück zum Weihnachtskalender von World of Tanks. Heute haben wir den T-62 oder den Type 62 drin. Den kleinen chinesischen Light auf Stufe 7. Ja, der war mal Stufe 6, wurde dann hochgestuft und ist immer noch einer der besten Lights auf dem Tier. Wir haben hier Platz für 4 Leute und wir führen eine 85mm Kanone mit 145 Durchschlag und 180 Schaden mit. Ja, wir können auch auf 220 upgraden mit Gold, das funktioniert einwandfrei, ist allerdings Heat, fliegt langsamer, Vorsicht. 0,37 Streuung und 2,3 Zielerfassung ist eine extrem gute Kanone für ein Light auf dem Tier. So, wenn wir uns den hier mal im Vergleich angucken, bevor wir zu den Angeboten kommen, sehen wir, dass wir vom Schaden her nicht unbedingt der Beste sind. Ne? Die meisten haben entweder einen Autoloader oder haben ein größeres Kaliber oder ähnliches Kaliber wie wir. Aber es reicht trotzdem, um dem einen oder anderen richtig gehörig auf den Senkel zu gehen. Denn wir haben eine kurze Nachladezeit und kommen dementsprechend auf die höchste DPM aller Lights auf dieser Stufe. Ja, da kommt keiner mit. So, Struktur haben wir 880 Hitpoints. Das ist guter Standard, nicht mehr, nicht weniger. Panzerung brauchen wir uns nicht angucken, hier geht wirklich alles durch. Und die Beweglichkeit ist ziemlich gut. Wir sind zwar ein sehr schweres Fahrzeug, gegenüber dem SPIC oder ne, dem AMX 1357 sind wir relativ schwer, haben aber auch 430 PS, kommen daher auf 20 PS pro Tonne. Damit sind wir ein bisschen schlechter als alle anderen, bis auf den AMX, und trotzdem ist er einer der wendigsten. So, wir haben eine gute Tarnung. Die Tarnung wird nur ausgehebelt vom 1375, der ein Tick besser ist, und vom LTG. Klar, der ist winzig, aber alle anderen sind ungefähr auf unserer Liga. Dementsprechend können wir den auch passiv fahren, was ich sehr geil finde. Und der hat eine echt geile Sichtweite. Ne, der wurde damals nicht genervt, dementsprechend haben wir hier eine Sichtweite weit, weit, weit vor allen anderen, bis auf halt die neueren SPIC und AMX 13. Also auch hier für Passiv-Scouten geeignet, ohne Probleme. Und jetzt gucken wir uns mal kurz die Pakete an. Es gibt mal wieder zwei. Eins für Gold in-game und eins auf der Webseite. Auf der Webseite zahlt man 26,24 €, was ich ziemlich hoch finde. Man kriegt 1500 Gold dafür, das sind ungefähr 7 Euro. Und man kriegt nochmal 30 Tage Premium-Spielzeug, das sind ungefähr 10 Euro. Und ja, Garagestellplatz, 100% Besatzung und 5-fach XP. Lohnt sich in meinen Augen jetzt nicht unbedingt so. Es gibt auch noch für 19,22 € die Möglichkeit, das Ding für 5100 Gold plus Garagestellplatz und 100% ausgebildeter Besatzung im Shop zu holen. Ja, die Pakete hier sind jetzt nicht so doll, aber wer jetzt gerade mal einen Light auf Stufe 7 sucht, der ist hier definitiv richtig, denn es ist einer der besten neben dem 1357, den ich noch nie gefahren bin. Lustig. Okay, wir springen mal ins Gefecht. Ich wünsche euch viel Spaß. So, da sind wir auch schon mit unserem kleinen Type 62 und ich bin sehr gespannt, was wir hier machen können. Das ist eine halbwegs offene Karte, die ist nicht ganz so schlauchig wie viele andere, wo wir einfach oftmals nur in dicke, fette Kanonen fahren. Ja, das gute Stück hier ist gerade in einem perfekten Setup. Wir kommen auch in 9er Gefechte, da fühle ich mich nicht ganz so wohl. 8er finde ich super, da können wir nämlich in beide Richtungen treten, nach oben und nach unten. Gut, vor dem Objekt 252U sollten wir uns ein bisschen fernhalten, vom Bulldog sowieso. Aber der Rest ist auf jeden Fall machbar, wenn sie uns nicht irgendwie blöd erwischen. So. Erstmal hier links mal drüber linsen, ob wir da vielleicht was sehen. Vielleicht sogar beschießen können. Ich hoffe nur, das Team macht mit. Deswegen fahre ich immer so ungerne Lights. Die Teams schlafen oftmals hinten in der Basis rum. Gerade jetzt zum Zeiten eines Marathons. Und das ist echt extrem nervig. Du fährst vor, spottest was und was passiert? Dein Team steht rum. Ganz hinten und guckt zu. Das ist echt nicht schön. So, Jungs, ihr könnt schießen, wann immer ihr wollt. Ne? Ah, sieht doch gut aus. Ja, 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 ja. Oh, ich will auch mal ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Solange da kein Light schlägt, können wir uns das leisten. Das sieht, wie er sich vortraut. Ja, noch ein Millimeter, ich bin safe. Oh, hier bin ich auch safe. Oh. Oh, der ist gefährlich. Der muss weg. Ah, kann sein, dass ich jetzt aufgegangen bin. Nee, er hat keine Sichtweite, gut. So, in der Mitte ist schon mal wieder richtig was los hier. Wir haben schon zwei Lights verloren, großartig. Weil, ne, großes Rudel hier in der Mitte. Oh, jetzt hat er sich ein Herz gefasst. Es hat sogar funktioniert. Schade.
So. Das heißt, da unten ist gar nicht so viel angekommen. Vier Panzer. Ich denke, da werden wir mitmachen. Einfach, weil wir es können. Also wir müssten irgendwie versuchen, das Objekt zu flankieren. Ja, der Indienpanzer ist ein Problem. Der ist ein großes Problem. Oh, immer steht einer im Weg, ne? Oh, wir prallen halt am Indienpanzer an der Seite ab. Das ist traurig. Wir haben eigentlich eine relativ gute 85 mm Kanone, aber es reicht halt nicht immer. Na gut. Gehen wir da ein bisschen aktiver ran. Das hier hinten rumstehen, das bringt gerade nicht so viel. Ja, wir holen uns ein Stück Indienpanzer, würde ich sagen. Das Problem ist, oftmals, wenn wir aufgehen und mitten im Rudel kämpfen, die meisten schießen erst so auf uns, weil sie es können. Genau das. Aber es ist nur der T-50-2. So, Jungs, ihr könnt jederzeit mitmachen, ne? Danke. So. Gehen wir mal gucken, was wir hier so Schönes machen können. Und was wir hier so finden. So, ich werde mal vorfahren, einfach um unsere Leute ein bisschen auf das vorzubereiten, was sie hier sehen werden. Da haben wir ein T-34-85. So. Aber die ist weit weg. Und da haben wir den T-50-2. So, der Leiter in der Mitte ist verschwunden. Und die wollen es jetzt wissen, ne? Oh je, Mini. Guckt euch das an. Oh, T-71. Den holen wir uns. Ah, komm schon. Manchmal fahre ich ein bisschen blöd. Das ist normal. Leitfahren ist nicht so mein Ding. So. Holen wir uns den T-71. Zwischen hier einfach mal dran vorbei. Wir ignorieren einfach mal den hier. Ja, oder so. Gut, dann fahren wir nach hinten durch. So, T-34 will's wissen. Fährt uns hinterher. Und das ist interessant. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, wir machen mehr Schaden als er. Das ist Zufall. Wir haben dieselbe Kanone. Okay. So, also mal kurz zum Fazit zu dem Fahrzeug hier. Der ist als Light echt nicht schlecht. Der hat eine gute Kampfperformance, der hat eine schöne Sichtweite und er ist ziemlich mobil. Er ist nicht der beste Light, ja, der Bulldog ist bei weitem das beste Fahrzeug, aber auf dem Tier ist er großartig. So, ich gehe mal davon aus, dass der Bulldog auch nochmal im Shop sein wird. Na, das ist dann für die Hardcore-Lightfahrer sehr viel interessanter. Aber wer mal einen chinesischen Light auf Stufe 7 braucht, der ist hier definitiv nicht falsch beraten. Schönes Ding. Auch wenn wir gerade nur einen einzigen Kill gemacht haben. Na gut. Also insgesamt ein schöner Panzer. Gefällt mir sehr gut. Und wenn der offene Karten kriegt, macht der auch unheimlich viel Spaß. Man kann ihn als aktiven oder als passiven Scout benutzen. Als passiven gibt es natürlich immer noch den Even und so weiter auf Stufe 8, die alle einen Tick besser sind. Aber auf Stufe 7 werdet ihr nichts Besseres finden. Ja, als Premium ist der da großartig und ihr seht, wir sind auf Platz 3 gelandet mit dem Schaden und haben auch noch fürs Team gespottet. Nicht sonderlich viel, das lag einfach daran, dass die Gegner einfach so schnell gestorben sind. Aber wir haben auch ordentlich Credits dabei gemacht. 48.000 konnten wir mit nach Hause nehmen. Also, sehr schöne Karre, gefällt mir sehr gut. Und wer gerade einen Light braucht, der auch ab und zu mal Top-Tier ist und dann richtig böse abrockt, ja, greift zu. Kann man echt nichts falsch machen. Auch dieses Video wurde präsentiert von sämtlichen Tippi-Spendern da draußen. Vielen, vielen Dank an Das Eisenschwein 2, Pizzi, Nikihi87 und Puma XXL, die hier die Hüter der Herde für den Dezember 2018 einnehmen. Der Betreuer der Herde, er darf natürlich nicht unerwähnt bleiben. Und besonderen Dank nochmal an Hessen Metro und Königsmörder89.
Wenn ihr die Möglichkeit habt oder Lust drauf habt, dann tipi.com/mutality. Ich würde mich sehr freuen. Vielen, vielen Dank.